Also, schönen guten Abend. Mein Name ist Jörg Rockstroh und ich darf heute diese wunderbare Session moderieren, Betreuung von Menschen, die mit HIV leben, mit eingeschränkten Therapieoptionen. Und was wir darunter verstanden haben, ist natürlich einmal welche, die vielleicht möglicherweise schon mal ein virales Versagen hatten oder die übertragene Resistenzen haben, also wo es Schwierigkeiten gibt hinsichtlich der Auswahl von Medikamenten, aber auch einfach welche, die vielleicht schon auf vielen Jahren auf bestimmten Regimen eingestellt sind, einfach auch ein bisschen an den neuen Substanzen teilhaben wollen und Vereinfachung ihrer Therapie haben wollen. Also sollen viele verschiedene Aspekte diskutiert werden. Das Ganze soll möglichst interaktiv sein. Und deswegen haben wir hier also einen illustren Kreis von Leuten eingeladen, die uns sozusagen einmal Fälle präsentieren. Beginnen wollen wir mit einem Übersichtsvortrag von Georg Behrens und nachher wollen wir das dann gemeinsam diskutieren. Wir haben verschiedene Leute auch für die Diskussion mit dabei. Ich will vielleicht erstmal mein Panel vorstellen, also einmal der Georg Behrens von der Medizinischen Hochschule in Hannover, den sicherlich alle viele kennen, der seit vielen Jahren im HIV-AIDS-Bereich unterwegs ist. Die Annette Haber aus dem HIV-Center in Frankfurt. Und dann haben wir noch als Experten dazu mit eingeladen den Rolf Kaiser hier aus der Virologie an der Universität in Köln. Insofern sind wir, glaube ich, gut aufgestellt mit unterschiedlichen Fachwissen in unterschiedlichen Bereichen, um auch die Fälle interaktiv zu diskutieren. Ich will diejenigen, die die Fälle präsentieren, erst gleich vorstellen, weil das der zweite Teil ist. Und beginnen wollen wir jetzt erstmal mit einer Übersicht zur Betreuung von HIV-Patienten mit eingeschränkten Therapieoptionen. Das wird, wie gesagt, der Georg machen. Und dann wollen wir das nachher kurz diskutieren. In der Diskussionsrunde würden wir dann erstmal mit Annette und Rolf beginnen. Und dann kommen danach eben die Fälle. Es sind drei Fälle. Und dann hoffe ich, dass wir das auch alles in den Zeitlimit entsprechend schaffen. Ich darf mich erstmal alle hier begrüßen, die sich zugeschaltet haben. Ich sehe viele vertraute Namen. Freue mich sehr, dass alle den Weg hier hingefunden haben. Es gibt ja viele andere Veranstaltungen auch. Auch heute gibt es Konkurrenz. Deswegen bin ich froh, dass Sie sich hierfür entschieden haben. Ich glaube, es wird sich lohnen. Wir haben ganz tolle Präsenter und tolle Vorträge. Und ich glaube, es wird eine ganz interaktive, total interessante Veranstaltung, von der man auch viel mit für den klinischen Alltag nach Hause nehmen kann. Schorsch. Also jetzt muss ich erstmal hier mal weiterklicken. Natürlich soll ich nicht vergessen. Jetzt klickt das auch mit dem Ding nicht mehr. Okay, das habe ich gemacht. Und jetzt muss ich noch darauf hinweisen, klar, das Ganze wird organisiert von Virology Education. Das ist eine Firma, die eben ganz viele verschiedene Veranstaltungen, da lohnt es sich auch durchaus mal auf die Webseite von Virology Education zu gehen. Da kann man nämlich sehen, was es für viele Programme mit ganz unterschiedlichen Themen. HIV und Frauen ist gerade zu Ende gegangen, war die Annette involviert. Es gibt aber auch Veranstaltungen zu Co-Infektionen, zum Älterwerden mit HIV und tausend verschiedenen anderen Aspekten. Also eine Menge an, was am Programm ist. Und wir wollen natürlich vor allen Dingen die Unterstützung von Viv Healthcare hier hervorheben, die allerdings an der Entwicklung der Inhalte noch an der Auswahl der Vorträge nicht beteiligt war. Also das ist eine unabhängige Veranstaltung. Ja, und damit kann ich also an unsere Hauptrednerin Georg Behrens übergeben. Ja, vielen Dank dafür. Dann gehe ich gleich mal hoffentlich in den richtigen Modus. Und das mit der Rednerin ist nett gemeint. Da muss ich natürlich auch lächeln. Einige, die mich kennen, merken, dass ich ein bisschen mehr Bariton aufgesetzt habe. Und das ist auch dem Virus, was mittlerweile wieder weg ist, geschuldet und von dem einige sicher auch gehört haben. Mich hat es also auch über Ostern erwischt. Aber das Virus und ich sind wohlauf. Ich würde ganz gern einige Dias nur zeigen, um so ein bisschen die Hintergrundinformationen zu geben. Wo sind wir denn? Was bedeutet das eigentlich? Eingeschränkte Therapieoptionen, wie immer. Wenn man nämlich ins Detail geht, ist das alles viel komplizierter, manchmal auch komplizierter gemacht. Aber der Jürgen hat ja auch schon so einige Aspekte davon umrissen und beschrieben. Ganz kurz Disclosures und ich spreche auch weiter, obwohl die Dias zum Teil in Englisch sind, in Deutsch natürlich weiter. Es gibt mit diesen Definitionen, was sind denn Patienten oder was sind Viren, die viele Resistenzen haben und was sind Patienten mit beeinträchtigten Therapieoptionen, unterschiedliche Definitionen. Das ist natürlich relevant, wenn man dann Studien vergleichen will oder so etwas. Also entweder man guckt einfach auf die Patienten, die komplexe ART-Regime derzeit haben, mehr als drei Medikamente zum Beispiel, oder
Das ist so ein Begriff geworden, Heavily Treatment Experienced, also die viele verschiedene Therapiekombinationen hatten, aber das muss nicht unbedingt sein oder reflektieren, dass es viele Resistenzen gab. Das kann ja auch von Verträglichkeitsproblemen gewesen sein oder eben so wie bei Tuberkulose Multidrug Resistance, also drei Klassenresistenzen zum Beispiel. Aber man kann sich dann auch da wieder vorstellen, kommt drauf an, was denn das bedeutet. Also eine Mutation gegen den NNRTI ist ja eine Klassenresistenz. Oder auch bei einem NNRTI und mit unterschiedlichen Medikamenten, die da entwickelt wurden, ist das natürlich auch unterschiedlich wieder zu gewichten, weil ich kann ja auch einige NNRTI-Resistenzen dennoch mit einem NNRTI vielleicht weiter behandeln. Und man kommt eben von der anderen Seite und nennt das Limited Treatment Options, also wenn einfach das, was noch möglich ist, unter welchen Umständen auch immer, eingeschränkt ist. Und schlimm sind eben oder herausfordernd Patienten, die viele Vortherapien haben und auch nur noch wenig Optionen sozusagen, um die Viruslast unter der Nachweisgrenze zu haben. Woher kommt die ganze Problematik? Natürlich zum Teil aus der Historie der HIV-Infektion und der Therapie. Das ist hier komplex und umfangreich dargestellt. Am Anfang haben wir eben sequenziell mit relativ schlecht wirksamen Medikamenten und vor allem immer Einzelsubstanzen behandelt. Dann kam die Dreifachkombination, die haben weitere Resistenzmutationsentwicklungen deutlich verhindert, aber wir brauchten eben noch eine weitere Phase. Darauf kommen wir gleich. Die Dreifachtherapien hatten eben auch Nebenwirkungen, brauchten dann wieder neue Medikamente, gab es Therapieversagen, weil die Patienten das nicht weiter einnehmen konnten. Und dann brauchten wir eben auch wieder eine Phase von neuen Substanzklassen, auf die wir dann vertrauen mussten, um die vielfach vorbehandelten Patienten, die damals auf vielen Therapien weiterfuhren, aber nie mit der Viruslast unter der Nachweisgrenze waren, die wieder in den Griff zu bekommen. Und da brauchten wir neue Substanzen, da waren die Integrase-Inhibitoren ganz wichtig. Und wer alt genug ist, kann sich an diese Begrifflichkeiten in Studien erinnern und weiß, ach, das waren Patienten, die waren seit 5 Jahren nicht unter der Nachweisgrenze, gingen in diese Studien ein. Und wir hatten neue Substanzklassen, die dann die Lösung waren, um eine volle Suppression wieder hinzubekommen. Wenn man sieht, was wir damals oder in den letzten Jahren schon versucht haben, um Therapieversagen und ohne neue Substanzen zu arbeiten, irgendwie in den Griff zu bekommen, dann wirkt das alles vollkommen verzweifelt. Mega hart damals, eigentlich so ein bisschen in Frankfurt, muss man sagen, geboren, wenn ich mich erinnere. Gib alles, ja. 5, 6 verschiedene Substanzen, Doppel-PI haben wir auch in Hannover untersucht. Pharmakologisch eigentlich Nonsens, ja. Aber Verzweiflung, Hydroxyurea, strukturierte Therapieunterbrechung, all das war natürlich vollkommen hilflos und zeigte die limitierten Möglichkeiten eigentlich auf. Es gibt ein ganz einfache Prinzipien, und das weiß der Rolf Kaiser natürlich viel besser zu erklären, die wir kennengelernt haben, die gelten fast für alle HIV-Medikamente. Je mehr Mutationen in einem Bereich der Wirksamkeit von einem Medikament auftreten, desto schlechter ist die Wirksamkeit. Also je gegen das gute alte oder vielleicht nur alte Lopinavir nochmal gezeigt, je mehr Mutationen eben in der Protease, im Proteasegen zu beobachten waren mit Wirksamkeitsverlust gegen das Medikament, desto schlechter war das Ansprechen dann auch in den unterschiedlichen Studien. Das ist linear. Und was wir daraus gelernt haben, ist natürlich nicht nur eine, sondern immer mehr Mutationen zu verhindern, rechtzeitig umzustellen, vor allem rechtzeitig zu festzustellen, wenn eine Therapie nicht mehr funktioniert oder nicht richtig anspricht, um diese Kumulation von Mutationen zu verhindern. Insgesamt, wenn man sich anschaut, ist die Anzahl der Prävalenz von vielen, also Multidrug Resistance hier oben dargestellt in der Überschrift, in den letzten Jahren eher zurückgegangen. Es gibt hier, das ist über die Zeit bis Mitte 20 oder 2012 hier nur dargestellt. NNRTI-Mutationen sind durchaus immer noch zu beobachten, auch als Primärresistenz, aber Multidrug-Resistance, sieht man hier ganz rechts, sind in den Laufe der Jahre immer weniger geworden. Das hat viele Gründe. Wir nehmen Medikamente, die besser wirksam sind, die eine höhere genetische Barriere haben. Und das ist in allen Leitlinien eigentlich so zu finden.
Wir haben viel weniger so seltsame oder komplexe oder auch schwerwiegende Resistenzmutationen, Gott sei Dank, wenn wir ein Therapieversagen sehen. Wir haben neue Medikamente. Einige präferieren eben auch oder sagen, dass die Koformulierung von Medikamenten geholfen hat, weil es dann keine Teiladherenz gibt, dass bestimmte Medikamente mal nicht genommen werden und dass natürlich auch die Erstlinientherapie, die heute empfohlen wird, viel resistenter ist gegen eine Resistenzentwicklung. Also so viel Resistenz kann man kaum in den Satz unterbringen. Dennoch gibt es in allen Untersuchungen in verschiedenen Ländern immer noch Hinweise darauf, dass es natürlich aus der Vergangenheit und vereinzelt auch neu Menschen gibt, die eben Viren haben unter versagenden Therapien oder warum auch immer die Resistenzen haben. Man sieht das hier, ein gewisser Prozentsatz, der ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nach Definition, so um die 4% hier, auch wenn es weniger wird, findet man Resistenzen in verschiedenen Kohorten hier, eine Multiresistenz. Auch aus Eurosida gibt es da, je nachdem, welche Definition man nimmt und eine Composite Definition, hier so um die 8%. Rechts ist es aufgelistet, aus welchen Regionen. Das wird natürlich in West- und Mitteleuropa viel besser detektiert und reportiert als aus anderen Regionen. Findet man eben auch in den letzten Jahren noch so eine Prävalenz von vielen Mutationen bei einigen Patienten, so um die 8%. Nicht alle diese Patienten müssen eine nachweisbare Viruslast haben. Die haben vielleicht komplexe Regime, sodass das alles unter Kontrolle ist. Und dennoch sieht man eben auch hier Daten aus den USA, aus einer großen Zahl von Ambulanzen hier, dass Patienten, die viel Vortherapien haben und niedrigere Helferzellen haben, eben auch älter waren, niedrigere Helferzellen haben, eine höhere Viruslast beim Vorbeginn der Therapie und auch im Durchschnitt weniger in der Lage sind, über die Zeit Helferzellen über 200 zu halten. Das ist natürlich eine Mischung aus auch lange vorbehandelten Patienten, zum Teil eben auch mit Virusreplikation, die einfach nur nochmal deutlich machen soll, ja, da ist etwas, wo immer therapeutisches Ansprechen versagt und eben auch langfristig klinisch negative Konsequenzen haben wird. Andere machen sich Sorgen und sagen, unsere Patienten werden natürlich immer älter und es wird immer schwieriger, ein wirksames Regime auch zusammenzustellen, weil Begleitmedikation, eine Tumordiagnose dann mit entsprechenden Therapien dazukommen kann. Und wenn solche Patienten mit beschränkten Therapieoptionen eben in so schwieriges Fahrwasser kommen, dann ist es manchmal nur für ein halbes Jahr oder für ein Jahr eben manchmal auch eine Herausforderung, noch eine suffiziente und gut funktionierende Therapie aufrechtzuerhalten. Es gibt also verschiedene patientenbezogene Gründe, so will ich es nochmal kurz zusammenfassen, Schwierigkeiten mit der Adherenz. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Gründe, so aus der Vergangenheit, die Patienten, die eben auch, warum auch immer, einfach nicht in der Lage sind, solche Therapien kontinuierlich einzunehmen, Therapieunterbrechungen hatten und Resistenzen sich eingefangen haben. Schlechter Zugang zum Gesundheitssystem, Kosten sind auch in Deutschland ab und zu relevante Faktoren, auch so Kosten. Es gibt ein paar Patienten auch bei uns, die einfach, jede Zuzahlung ist für die eine echte Belastung. Ich habe auch manchmal die Befürchtung, dass die derzeitigen Zeiten das so ein bisschen wieder akzentuieren werden und dann einige auch einfach mal wieder eine Visite ausfallen lassen oder eben Medikamente sich nicht wiederholen. Nebenwirkungen, Tolerabilität. Die Problematik der Viren, die Resistenzen, die da sind, bleiben eben. Das ist das Credo der Virologen. Da kann man in Details reingehen und manchmal sagen, naja, heißt aber nicht unbedingt, dass die wieder therapeutisch unbedingt so relevant werden, auch die Resistenzen aus der Vergangenheit. Das können wir nachher nochmal diskutieren. Vielleicht sehen wir das auch bei den Fällen. Das macht Interpretation von Resistenztests eben manchmal komplizierter. Aber eben auch medikamentenbedingte Limitationen. Das ist aber
eher so in der Vergangenheit das Problem gewesen. Das wollte ich deutlich machen. Die neueren Medikamente sind zumindest beim Beginn der Therapie und mit den neuen Kombinationen sehr viel sicherer und besser wirksam. Aber auch bei den Injectables sehen wir ja zum Teil in den Studien Resistenzentwicklung und müssen sowas sicher weiter im Auge behalten. Wie groß dieses Problem wirklich ist, denke ich, können wir mal diskutieren. Denn wir haben natürlich eine Reihe von Patienten, die durchaus limitierte Therapieoptionen haben, aber derzeit immer noch auf irgendeiner Kombination, die wir zusammengestellt haben, zumindest, wie wir das nennen, stabil fahren und aktuell kein Problem haben. Vielen Dank fürs Zuhören und damit stehe ich gerne auch für die Diskussion zusammen mit dem Jürgen und mit der Annette bereit. Super, vielen Dank, Schorsch. Das, glaube ich, war eine tolle Übersicht und Einstieg. Ich will direkt mit einem Ding anfangen, und zwar diese Definition mit der MDR, also Multi-Drug Resistance, ne? Drei Klassen. Vielleicht kriege ich da auch den Rolf motiviert, was zu sagen. Ich meine, das kommt ja aus einer Zeit, wo wir nur drei oder vier Klassen hatten, aber jetzt haben wir ja viel mehr. Kann man da, das, wenn man jetzt mal mit der Tuberkulose vergleicht, da würde man ja nie das jetzt mehr als MDR bezeichnen. Rolf, müssen wir da an der Definition arbeiten? Nee, ich finde erstmal eine Dreiklassenresistenz, das ist ja eine Definition und das zeigt ja, dass dieser Patient schon ein Therapieversagen gehabt hat. Also da ist irgendwas in der Vergangenheit und die Viren haben gezeigt, dass sie Resistenzen ausbilden können. Die verbleibenden Optionen, die sind ja nicht unendlich. Man denkt immer so, wo es so viele Medikamente gibt, aber auch in den Diskussionen mit uns schnurrt dann diese große Anzahl von vielen verschiedenen Medikamenten doch auf immer eine sehr kleine Anzahl von Therapiekombinationen zusammen. Und insofern ist das schon immer noch ein relevantes Problem. Man will ja auch nicht dann das neue Medikament direkt vergeigen. Also ein sehr guter klinischer Kollege, der hat dann immer gesagt, dieses Add-on von Substanzen ist das, was wir unbedingt vermeiden müssen. Wir müssen einfach sehen, dass wir mit neuen Substanzen auch neue, vollaktive Kombinationen schaffen. Also ich weiß nicht, ob du noch zu dem Wort stehst, Jürgen. Doch, das ist ja sozusagen die Erfahrung aus der Vergangenheit, weil wir da ja eben mit der Entwicklung der Medikamente oft Sachen sozusagen einfach draufgesetzt haben und dann natürlich weiter Resistenzen geschaffen haben. Und wenn es irgendeine Lehre aus den ersten Jahren der antiviralen Therapie in der Entwicklung gibt, dann eben die, dass man eben immer eine suffizient supprimierende Therapie braucht, um sozusagen dann auch die Entwicklung weiter Resistenzen zu verhindern. In Aber dem, genau. ja, ich Da, will. da, Ja, Annette. hoppala, da, da darf ich was sagen. Ja, natürlich. Genau, jetzt na, zum Rolf. Also ich finde schon, und der Georg hat es auch gerade wunderbar gezeigt, dass Dreiklassenresistenz heute eine andere Bedeutung in der Konsequenz für unsere PatientInnen hat, als, weiß ich nicht, vor 15, 20 Jahren. Und ich glaube, dieser ganze Begriff limitierte Therapieoptionen, den müssen wir heute neu denken. Also wenn wir an die PatientInnenkollektive denken, dann sind es immer noch Resistenzen, da hast du natürlich recht, als Virologe, da traue ich mich auch gar nicht, dir zu widersprechen, Rolf. Mit jeder Resistenz, die therapierelevant ist, gehen Optionen flöten oder sind eingeschränkt. Und natürlich hat man lieber so ein Wildtyp-Virus, wo alles geht, wunderbar. Aber wir finden doch auch für wirklich heavily pretreated Patients heute noch wunderbare Therapieoptionen und kriegen Leute unter die Nachweisgrenze. Da hätten wir vor 10 Jahren gar nicht mehr so dran geglaubt. Die Limitationen, die wir heute sehen, sind wirklich die unterschiedlichen PatientInnengruppen. Also ich möchte mal so eine kleine Gruppe erwähnen, mache ich immer wieder gerne, sind junge Frauen oder Schwangere. Da haben wir einfach Limitationen, die sind gar nicht in der Regel durch Resistenzen bedingt und da haben wir einfach wenig Daten, wenig Erfahrung und stehen anders da oder wir haben besondere PatientInnenwünsche, besondere Lebensumstände und unter dem großen Schlagwort individualisierte Therapie versuchen wir dem eben gerecht zu werden und das schaffen wir nicht immer. Also da müssen wir einfach ehrlich sein. Also will sagen, es hat sich was geändert in der Konsequenz dieser Dreiklassenresistenz und in der Bedeutung von Resistenzen. Resistenzen sind prinzipiell immer schlecht, ja, aber wir stehen doch heute wesentlich besser da. Und ich finde, der Georg hat das wunderbar gesagt. Ich fühlte mich an mega hart, sofort den Schlomo vor mir gesehen und unsere ersten Therapierunden, also gib alles, dann Doppel-PI, da haben wir ganz feste dran geglaubt, hat der Georg gesagt, das war von vornherein
ein Unsinn? Habe ich da richtig gehört? Also, ich will sagen, heute pharmakologischer Unsinn. Na gut. Also, aber da will ich jetzt doch mal einmal einhaken. Also erstmal, ich muss natürlich daran denken, dass es gab ja einmal die Megahard aus Frankfurt und dann gab es ja die Gigahard aus Paris, ja. Die aber ein ähnliches Konzept hatte, aber eben vielleicht mit dem Versuch, vielleicht sogar noch mehr Substanz zusammenzubringen. Und du hast jetzt gesagt, du hast so ein bisschen in Frage gestellt, macht das überhaupt Sinn, pharmakologisch? Aber ich erinnere mich daran, und da kann der Rolf vielleicht auch was zu sagen, dass es durchaus Arbeiten gab, die gesagt haben, dass die Wirksamkeit von Proteasehemmer schon auch mit dem Plasmaspiegel zusammenhängt. Und dass wenn man jetzt zum Beispiel, gab es eine Studie, wo man die doppelte Caletra-Dosis gegeben hat und dann doch nochmal ein besseres Ansprechen rauskitzeln konnte. Also dass eben sozusagen die Wirksamkeit durchaus auch abhängig war von dem Plasmaspiegel des Medikaments und das konnte durch Dosiserhöhung zum Beispiel durchaus beeinflusst werden. Rolf. Ja, das ist eben nicht schwarz-weiß. Ein Schwarz-Weiß-Beispiel ist eben 3TC oder die Erstgeneration NNRTIs, also Efavirenz und Nevirapin. Da war dann wirklich mit einer Resistenz war es durch. Und ja, aber haben wir einfach mehrere Kombinationen, die man zu einer volltauglichen Therapie zusammenbringen kann. Aber nochmal der Punkt im Anfang, ich weiß nicht, warum ich das jetzt betone, aber ich hörte dann damals von den Klinikern auch den Satz, weil man neigt als Virologe natürlich dazu, das möglichst sicher zu bekämpfen. Aber dann hatte mir dann jemand gesagt, ja sag mal Rolf, was glaubst du denn eigentlich, wie sicher ein Patient 5 Medikamente nimmt, wenn er jetzt schon 3 nicht richtig nimmt? Also wir müssen einfach mal ein bisschen überlegen, was kann der Patient und womit erzeugt er auch keine neuen Resistenzen. Und dieses Sicherheitsgefühl, das trägt uns auch bis heute, dass wir immer versuchen, eine sichere und verträgliche, also beide Dinge zu bedienen. Ja. Das würde ich gerne nochmal, den Punkt würde ich gerne nochmal einmal kurz aufgreifen. Also ich sagte pharmakologisch, weil wir damals sagten, also Schlüssel-Schloss-Prinzip bei Proteaseinhibitoren, entweder ein Molekül drin ist drin und dann hilft das andere nicht mehr. Natürlich kann ich durch eine Dosiserhöhung vielleicht da was reißen. Wir müssen aber auch sehen, wie haben wir denn früher auf virologisches Versagen und Titan und Duett und sowas reagiert? Da hieß es auch immer nur 2 aktive Substanzen und dann Add-on. Wir haben ja 10 Jahre gebraucht, um uns zu trauen, dann langsam die NRTIs dann hier und da einzusparen, weil es dann nur noch auf Kosten von Toxizität ging. Und dann haben wir eins gelernt, dass wenn wir gute Medikamente haben, 2 wirksame Substanzen eben ausreichend sein können. Und wir haben ja, und das kommt wieder auf den Punkt, den du meintest, früher haben wir die Adherenz, die schwierig war und dann haben wir reagiert aber mit 7 Pillen dreimal täglich, sage ich mal, und das wurde natürlich nichts besser. Heute haben wir ab und zu ja die glückliche Situation, aber die ist vulnerabel, dass wir Patienten mit vielen Mutationen, auch unterschiedlicher Klassen, manchmal tatsächlich mit 2 gut wirksamen Substanzen, die nur einmal am Tag genommen werden müssen oder so, noch halten können. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann hätten wir auch gar nichts mehr zur Verfügung. Ich will nochmal einen Gedanken aufgreifen, weil du ja in deiner Präsentation auch so ein bisschen auf den Verlauf oder der Häufigkeit von 3 oder 4 Klassenmutationen oder Resistenzen hingewiesen hast. Und das war ja so ein bisschen auf der einen Seite Daten, die gesagt haben, Mensch, das nimmt jetzt doch über Zeit deutlich ab. Und dann gab es aber auch Daten aus Eurocida, die sagen, Mensch, die Anzahl der Patienten mit Mehrfachresistenzen sind gar nicht so vernachlässigbar und vielleicht auch höher, als man so denkt. Und müssen wir nicht auch so ein ganz klein bisschen vielleicht da zurechtrücken, dass möglicherweise die Resistenzsituationen in unterschiedlichen geografischen Regionen einfach unterschiedlich sind, weil natürlich die Medikamente nicht überall gleichermaßen zur Verfügung stehen. In Eurocida haben wir einen sehr hohen Anteil von osteuropäischen Ländern, die teilweise viel später einen Zugang zu den Zweitgenerationen Integrasehemmern hatten und also viel mehr, sagen wir mal, Efavirenz geprägt waren oder NNRT, wo, sagen wir mal, vielleicht virologisches Versagen oder genetische Barriere eine andere Bedeutung hat. Trotzdem würde ich ja mal sagen, wenn man jetzt so auf die deutschen Daten schaut, auch die der Christian Hoffmann da in seiner Lower-Studie zusammengefasst hat, ist es ja wirklich
doch erfreulich zu sehen, dass der Anteil derjenigen, die eine 3- oder 4-Klassenresistenz haben, die noch replizieren und wirklich auf neue Substanzen angewiesen ist, doch wirklich fast verschwindend klein geworden ist. Ja. Da stimme ich dir vollkommen zu. Für mich ist immer die Herausforderung einzuschätzen, genau was du sagst, so wahnsinnig viel Patienten in Deutschland ist das nicht, auch in einigen anderen westeuropäischen Ländern nicht, aber wie groß ist diese Herausforderung, das Problem in Ländern, wo erstens diese therapeutischen Herausforderungen sind, die du beschrieben hast und wo natürlich auch gar keine Resistenztestung so umfangreich gemacht wird. Da können wir das Problem ja gar nicht einschätzen. Wir können nur vermuten, dass, und deswegen die Historie bei uns, wenn wir nicht jeden Schritt, also neue Substanzen und auch bessere neue Substanzklassen und bessere Substanzen innerhalb dieser Klassen immer gehabt hätten, dann wären wir ja jetzt nicht da, wo wir wären. Und zwar verlässlich nicht dort, sondern wir hätten eine Situation, wo wir viel größere Probleme hätten. Und ich befürchte natürlich, HIV ist auch in 20 Jahren nicht weg, dass wir extrem hohen Standard der Wirksamkeit und Kombination aufrechterhalten müssen, um dieses Problem nicht einfach in die nächsten 10, 15 Jahre zu verschieben, und dann wird das eben mehr werden. Das ist steht zu befürchten, denn es ist der nicht adäquate und richtige Einsatz dieser Medikamente oder die fehlende Möglichkeit, es regelmäßig und gut einzunehmen. Und natürlich auch die fehlende Möglichkeit, jedenfalls Erfolg zu kontrollieren. Also richtig. Wenn wir jetzt an Afrika denken, wo Viruslastbestimmungen häufig nicht gemacht werden oder Virusversagen genau. Als klinischer Progress definiert ist. Genau. Ist klar, da sehen wir Resistenzen natürlich unter den failing NNRTI-Mutationen und Kombinationen der letzten 10 Jahre. Das wissen wir, das geht bis zu 70%. Das ist natürlich unter den Integrasen mit Dolutegravir oder so viel niedriger. Aber passieren tut das auch. Und wir sehen einige Daten ja auf der IRS und so bei den Kindern. Wenn Dolutegravir nicht in den richtigen Kombinationen eingesetzt wird, nicht genommen wird, auch nicht überprüft wird, zumindest ein, zweimal im Jahr mit der Viruslast, dann entstehen eben bei 1000 Behandelten auch 10 Leute, die schwere Resistenzmutationen haben. Und dann sind die Optionen eben schwierig, weil dann nicht alles zur Verfügung steht, was wir zur Verfügung haben. Annette, ich will mal eine Frage stellen. Wenn du jetzt an einen Virologen denkst, jetzt mal losgelöst vom Rolf. Ich denke mal an einen Virologen, ja. Aber in deinem klinischen Alltag, wofür brauchst du den Virologen eigentlich am meisten? Für, sagen wir mal, das Einstellen einer neuen Therapie bei vorhandener Replikation? Oder brauchst du den eigentlich mehr, wenn du jemanden umstellen möchtest und dich mit den Mutationen aus der Vergangenheit beschäftigst? Also eher im letzten Fall, muss ich sagen. Und dann habe ich eine Virologin tatsächlich und die ist dann auch... Sonst wären wir auch überrascht. Und die ist da auch sehr, sehr hilfreich. Und tatsächlich, wir haben ja früher viel häufiger mit unseren Virologinnen gesprochen. Also das war tatsächlich... in jeder Sprechstunde so, dass man da Unterstützung, Hilfe brauchte. Rolf, muss da ja vorsichtig sein, wir brauchen sie nach wie vor, unsere Virologin, aber ich diskutiere doch die viele Fälle viel, viel seltener, und dann sind es komplexe Vorgeschichten, und da habe ich eben gerne nochmal bei der Interpretation der Mutationen eine Unterstützung, also von einem Profi. So halt. Ja, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, sagen wir so, klar sehen wir natürlich viel weniger virologisches Versagen, viel weniger Resistenzentstehung, aber natürlich haben wir ein immer älter werdendes Patientenkollektiv. Die Hälfte der deutschen Patienten oder Menschen, die mit HIV leben, sind über 50 Jahre alt. Viele von denen haben eine lange Therapiegeschichte und viele Substanzen gehabt. Ich muss gerade an einen Patienten heute kommen, der mit einer Problematik kam und sich überhaupt nicht mehr erinnern kann, was er seit 1990 alles so genommen hat. Und das macht es wirklich schwierig, weil wenn es dann um Umstellung geht, auch weil, sagen wir mal, Unverträglichkeiten da sind, weiß man nicht, hat es mal biologisches Versagen gegeben, gibt es Mutationen, wie gehen wir damit um? Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt relativ breite Fälle zu diskutieren haben, wo eben auch solche Aspekte eine Rolle spielen. Denn es geht ja nicht nur darum, sozusagen jemanden umzustellen, der, sagen wir mal, schon 3, 4 Substanzklassen durch hat, sondern es geht vor allen Dingen auch um die Frage, wie kann man eben Therapien vereinfachen, was häufig erforderlich ist, weil zum Beispiel im Älterwerden Polypharmazie, viele Begleitmedikamente gegeben werden müssen, häufig Cortisoninjektionen bei Gelenkaffektionen, Wirbelsäulenproblematiken, die aber mit boosteten Regimen sich nicht vereinen, weil es dann schwere Nebenwirkungen gibt. Also insofern ist das, sagen wir, auch für die jungen HIV-Behandlerinnen
glaube ich, wichtig, dass man eben sozusagen weiß, auf welche Mutation muss man denken, wie kommt man an Informationen heran, vor allen Dingen dann, wenn jemand von woanders kommt und gar keine Informationen hat, und das sehen wir jetzt ja auch in den Vorstellungen von Flüchtlingen in der aktuellen Krise zum Beispiel, wo es oft keine Therapiegeschichte geht und wie gehen wir damit um? Das sind ja ganz wichtige Fragen, mit denen wir alle jeden Tag zu tun haben. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir in diesem Workshop eben das, sagen wir mal, auch ein bisschen die Breite dieser Sachen zu diskutieren haben.